irgendwer Mercedes? Ja. Okay. Karl hilft. Ja, genau, die Jungs haben. Haut rein, viel Glück. Viel Spaß. Car lift.
car right.
car right. Clear right. Car right. Mercedes hat Escape gedrückt. Thank you.
Clear right. Wie ist der Ausgang für dich? Von Graz auf dem Stein. Ja, bei den Zeiten, da ist ein Fehler schnell mal alles hin, ne? Ich muss ja auch erstmal durchkommen. Bin ewig lang kein Rennman Race Room gefahren, deswegen alles irgendwie noch ein bisschen neu und ungewohnt. Ja, aber du wärst ja wie ein Gestörter, also ist egal, ob Pole oder Zweiter, oder? Naja, aber du hast hier erstmal auf die Rouge-Runde Windschatten ohne Ende und dann oben raus, also ich würde hier nicht auf einen stehen wollen. Ja klar, wenn die sich vorne ins Gehege kriegen, dann... Oder sie tun sie gleich mal duellieren in der ersten Kurve, dann kannst du durch. Gut, dass du es sagst, ich weiß gar nicht. Ich habe bloß Gas und Bremse, also... Okay. Ja, ich gebe also drei Viertel Gas und wenn die Ampel aus ist, dann voll, oder? Der frisst schon einen Reifen ohne Ende. Jetzt
so abgehackt antworte, nicht wundern, ich habe hier einen Knopf auf dem Lenkrad, den ich drücken muss, damit ich ihnen auf den Nerv gehe. Ich habe gerechnet, es sind 20 Liter auf 10 Minuten, also fast 120 Liter normalerweise. Richtig, also ich lasse nochmal 15 rein, dann ich, keine Ahnung. Also ich habe jetzt mal voreingestellt 15, dass ich dann im Rennen nochmal nachjustieren kann. Naja, ich rechne da konservativ. Ich fahre immer 10 Minuten und schaue, was nach 10 Minuten unten auf der Uhr steht, weil das ist bei den Zeitrennen immer am einfachsten. Ja, du musst die Rundenzeit eingeben, ne? Ah, okay. Ja, das steht ja auch im Ding drin. Aber ich sag mal, wenn 60 Minuten dauert, dauert 60 Minuten, egal welche Zeit du eigentlich fährst, ne? Ja, genau. Deswegen, ich mach das schon jahrelang so. Ich fahre immer 10 Minuten und schaue, was er da gebraucht hat und rechne dann hoch. Das hat bislang immer gepasst. Kommst halt nicht auf den letzten Liter an, hast immer ein bisschen Reserve drin, aber lieber so als anders da. Ja, ich habe auch früher bei der TRL mal im GT4 Cup gefahren. Da habe ich auch zum Schluss immer 20 Liter noch im Porsche drin gehabt, weil der sonst so eklig wurde zum Fahren. Es sind immer noch 5 Sekunden auf mich. Aber ich krieg das auch nicht hin, so abartig schnell zu sein. Ich kann konstant meine Zeit halten, das kriege ich echt gut hin, aber mal so richtige Ausreißer nach unten, das schaffe ich fast nicht. Ich habe jetzt am Freitag ein Rennen in ACC gehabt, bin auch von 11 gestartet, hab dann nach der ersten Runde bei 13, weil sie mir alle da wie die Verrückten geholt haben. Ich habe es einfach fahren lassen. Dann haben sie die Reiheweise verstückelt und am Ende bin ich dann als P6 über die Linie. Ja, schöner Overcut noch drin gewesen und hat's gepasst. Ja, der vor mir, der war einfach einen Ticken langsamer, hat ein paar Fehler gehabt und ich kam nicht vorbei, deswegen habe ich ihm einfach, ja, als er in die Box ist, habe ich nochmal eine schnelle Runde gemacht und bin dann rein und das hat mir knapp 5 Sekunden dann auf den Stopp gegeben. Naja, ich bin in dieser Virtual Racing Group auch meine 2 Gaststarts gefahren und die haben... Ja, genau. Und die fahren ja auch ohne Flügel, das kann ich gar nicht, da bin ich zu unruhig am Lenkrad. Die kriegen das hin, das sind verrückte Leute, echt. Bist du da auch mitgefahren, oder? Ja, dann bist du zu meiner Zeit auch mitgefahren. Mit Dennis Rottmann und Martin Petermann, ja genau. Ja genau, und ich glaube sein Bruder fährt hier, ne? Ja
genau. Ich bin da in, wie heißt denn das Ding? In Most bin ich einmal mitgefahren und in Spa habe ich das Testrennen mitgemacht und dann war das letzte Rennen, da durfte ich nicht mitfahren, ist das Suzuka, weil es Saisonabschluss war. Vorletzte. Oh, muss auf Los drücken, oder? Ja, genau, vorletztes Rennen. Vorletzte Saison. Sehr turbulenter Start dahin. Nee, da ging's richtig ab. Bin auf Platz 12 vorgefahren. Alright. Right.
Car right. Clear right. Car right. Schnell sind sie, aber überholen können sie nicht so gut. Clear right. Car left. Clear left. Car right. Clear right. Car right. Clear right. Car left. Achtung, Camel Street, riesen Crash, bin voll rein. Thank you.
Ja, mich hat's erwischt in der Box zum Reparieren. Voll rein im Front. Heiße Sekunden stehen, scheiße. Ab Boxen zum Fenster ist gar nicht offen gewesen. Ah, scheiße, das wusste ich nicht. Aber ich war noch drin in der Box, als der gezählt hat. Also ich war noch aufgebockt, als er runtergezählt hat, also. Weißt du, wann die wieder schließt? Thank you.
Zeiten absolut nicht rund, das war wieder eine 14-1. Seid ihr auch einen Ticken langsamer geworden? Car right. Clear right. All right. Clear right. Car right. Mal schauen, ob der Führende reingeht. Der ist jetzt gleich hinter mir. Thank you.
Ich habe jetzt für den Pflichtstopp nochmal 1 Liter Sprit zum Nachfüllen. Ich weiß nicht, ob ich was machen muss in der Box beim Pflichtstopp, deswegen habe ich einfach 1 Liter genommen, bis in 2 Sekunden. Ja, von dem reicht's, ja. Ich will nur sicher gehen, dass der Stopp gewertet wird, nicht, dass ich noch einen dritten machen muss. Ja, habe ich ja vorhin schon drauf gemacht. Ich muss hier leider rein. Du kannst rein, oder? Linke Vorderreifen gelb. Ich denke, ich werde die vorne auch nochmal wechseln.
lieber den Reifen wie den Sprit. Ist besser. Ja, dann gehe ich jetzt zu meinem zweiten Stop und hoffe, dass die sich da noch zerlegen vor mir. Jetzt leider wieder 13. Aber danach sind alle raus nach mir. Jawohl, positiv. Jetzt auch, glaube ich, gleich von hinten angeflogen kommen. Bin auf der Chemistrate Card. Bist du P1, ne?
nächste Runde mit DRS wahrscheinlich, oder? Auch nicht beim Runden. Aber Windschatten kann ich dir geben. Vor der Kurve darfst du durch. Car left. Jo, gerne. Durchgelassen, dürfte noch mal kein DRS bekommen. Stimmt, hast du gesagt. Kann ich wenigstens auch mal in der Spitzentruppe mitfahren. Nein, abgeflogen, Auto tot. Zu früh auf dem Gas und auf dem Curb. Bin gleich wieder bei dir. Thank you.
wieder da. Ja, durchhalten, die hängt jetzt ziemlich am Arsch, oder? Ja, ist doch nicht verkehrt. In dem Timing-Fenster drin, da kriege ich ja die aktuellen Zeiten nochmal. Kann ich dir sagen, was die Fahne hinten dran? Achso, okay, dann hast du ja alle Infos. Zehntel und zwei Zehntel. Clear left. Clear right. Ah, okay, alles klar. Der hat in Sektor 2 den fährt er einen Tick besser als du. Ja, der hat auch noch später gestoppt, ne? Der ist es eh schwierig. Also, überholen ist ja schwierig auf der Strecke. Ja, das weiß ich. Da gebe ich noch ganz sanft Gas. Ich sehe leider nicht die aktuellen Zeiten, ist echt schade.
Alright. Ja. Und auch unten will gelernt sein, das kann nicht so einfach. Ja, man will halt nicht im Weg stehen, ne? Man will schon auf die Seite fahren. Aber ist halt, ja, manchmal nicht ganz leicht. Ja, entweder schön die Linie frei machen und dann vom Gas oder einfach fahren. Die anderen sind ja eh schneller. Ja. Ja, die waren 16 Sekunden vor mir. Ich krieg die neuen Zeiten nicht, aber die Platzveränderung zeigte mir an. Schaut's aus nach hinten? Ich sehe leider nichts, das nervt. Okay, aber holt er schon ein bisschen auf. Weißer BMW, Eis-BMW, der fährt echt gut, aber der kämpft auch, mit dem habe ich mich lange am Anfang beschäftigt. Ich glaube nicht, der fährt schon relativ fair.
Kopf runter und durch. Die anderen müssen auch durchkommen. Durch auf P1. Sauber, Glückwunsch. So krank. Ja, das ist echt scheiße. Hier sieht man nichts, wenn man raus ist.